Hallo Freunde, der Flo ist heute bei mir im Büro und wir haben schon ein Video auf seinem Kanal gedreht. Heute gibt es die zweite Runde, wer bin ich? Der Flo hat mir hier einen HMD aufgeschrieben, ich ihm da und wir müssen gucken, wer zuerst errät, wer das ist. Flo, als Gast darfst du natürlich gerne anfangen. Vielen Dank, außerdem hast du vergessen, dass es noch eine Bestrafung gibt, also bleib bis zum Ende dran. Bin ich ein HMD aus dem europäischen Raum, geografisch wieder gesehen? Nein, ich glaube nicht. Bin ich aus einem anderen Land als Deutschland? Ja. Okay. Bin ich aus Russland? Nein. Fuck. Bin ich ein HMD aus Russland? Ja. Bin ich ein HMD einer Pfeifenmarke? Also macht die Marke auch Pfeifen? Ja. Bin ich von der Marke Alpha? Komme ich aus Amerika? Nein. Uff. Uff. Bin ich von der Marke Conceptic? Nein. Ich komme nicht aus Deutschland, ich komme nicht aus Amerika. Bin ich ein Edelstahl-HMD? Nein. Du hast gesagt, du machst mir ein bisschen schwerer. Ich hab. Junge, Pro-Level. Okay. Ich bin nicht aus Deutschland, nicht aus Amerika und ich bin nicht aus Edelstahl. Ja. Uff. Bin ich ein HMD einer Marke, die auch Köpfe produziert? Nee. Ich kenne keinen Kopf von der Marke. Ich könnte nicht meine Hand für ins Feuer legen. Okay. Ja, wir gehen ja mal von unserem Wissensstand aus. Ja. Dann nein. Also ich glaube, ich kenne genau drei Alu-HMDs, das ist Elia und Onmo, die sind aus Deutschland und ich kenne den Kalaut, der ist aus Amerika. Um dir direkt mal einen Tipp zu geben, ich habe Alu gerade eben schon verneint. Ich bin aus Edelstahl. Ich habe Nein gesagt, also bin ich wieder dran. So will der spielen. Bin ich ein HMD, den du hier hast oder hattest? Ja. Bin ich ein HMD, den ich mag, also den du magst? Geht. Also wenn ich mit Ja oder Nein antworten müsste, würde ich Nein sagen. Okay. Ich bin aus Edelstahl. Nein. Okay, ich bin nicht aus Edelstahl, ich bin nicht aus Alu. Okay, du bist dran. Ja, ist okay. Bin ich ein HMD, der einen Deckel hat? Nee. Okay. Bin ich der Olla HMD? Ja. Yes! Okay, was willst du wissen, was du warst? Ja, löse auf. Du warst der Nagrani V1. Und deswegen habe ich gesagt, fies bei okay, V1. Okay, verstehe ich. Ja. Sehr gut. Erste Runde geht an Marvin, ein Punkt Alright. Für dich, wir machen weiter. So, dann nächstes Ründchen. Okay, nächste Runde geht um Köpfe. Und wir haben gesagt, wir machen nur Funnel. Bin ich ein Funnel, der mit HMD geraucht wird? Ja. Okay. Auf mich passen normal große HMDs, wo so zwei Kohlen reingehen. Also die Standard-HMD-Größe. Ja. Ja. Würdest du sagen, man baut mich zwischen 20 und 25 Gramm? Nein. Interesting. Okay. Bin ich ein Kopf aus dem europäischen Raum? Also Türkei, UK zählt mit dazu. Ja. Bin ich ein Kopf aus der Türkei? Nein. Komme ich aus Europa? Geografisch gesehen, wie ich es gerade eben beschrieben habe, mit Türkei, UK, ja. Bin ich von einer deutschen Marke? Nein. Bin ich von einer spanischen Marke? Nee. Dann darf ich ja direkt wieder. Bin ich von einer spanischen Marke? Nein. Fuck. Bin ich von einer Marke aus Deutschland, die in Spanien produziert? Ja. Bin ich, oder werde ich vertrieben unter der Marke Hukain? Nein. Okay, ich bin nicht aus Deutschland, ich bin nicht aus Russland, Ukraine und so ein Zeug. Ja, ich wollte gerade fragen, bin ich ein eher standardmäßiger, bin ich ein, koste ich mehr als 30 Euro? Also gehen wir von dem Listenpreis aus, wie er damals in Deutschland released wurde. Du hast gefragt, ob du drunter bist oder koste ich mehr als 30 Euro? Ja, damals Liste. Koste ich mehr als 50 Euro? Nein. Okay. Bin ich der SNT? Ja. 1:1. Soll ich direkt auflösen oder willst du weiterraten? Nee, löse auf. Mr. Darkly von Tuan. Ah. Jetzt fange ich wieder an, jetzt ne? Jetzt hast du sehr gerne wieder jetzt anfangen. Geht's um Pfeifen. Bin ich eine Pfeife, die du hier hast? Oder hattest? Ja. Bin ich eine Pfeife, die schon seit über einem Jahr bei dir ist? Knapp. Aber ich glaube ja. Okay. Ich glaube ja. Bin ich eine Pfeife, die von einer deutschen oder unter einer deutschen Marke rausgebracht wurde? Ja. Bin ich eine Pfeife aus dem Hause Aeon?
Nein. Bin ich von einer europäischen Marke? Also again, nicht Ukraine auch. Ja. Ich hatte gerade eben ganz kurz vergessen, was du bist. Wenn man es nicht die ganze Zeit so sieht. Ja, ich musste auch noch mal kurz überlegen. Bin ich nicht aus Deutschland? Nein. Bin ich von der Marke Mose? Nein. Hat die Marke mehrere Modelle? Wenn wir jetzt mal Colorways ausschließen, würde ich sagen nein. Bäh. Würde ich sagen nein. Okay. Also es sind mir keine bekannt. Okay. Außer dieses Modell. Eine deutsche Marke mit nur einem Modell. Frage. Bin ich aus dem Hause MIG? Nein. Eine deutsche Marke, die nur ein Modell hat. Das heißt, ich bin nicht von Mose, ich bin nicht von Aeon, ich bin nicht von Stimulation, ich bin nicht von Aladdin, ich bin nicht von MIG. What the fuck? Das dachte ich mir gerade eben auch. Was bin ich dann? Hä? Hey, ich bin so gespannt, was ich bin. Bin ich die Case Grid? Bin ich die Case Grid? Nee. Fuck. Jetzt bin ich direkt wieder dran. Ich hab die deswegen so lange angeguckt, weil du dachte, überlegt hast. Ja, ich dachte auch schon, der Flo ist nicht so dumm, dass er jetzt auf die Pfeife gucken würde, wie ich bin. Aber maybe denkt er auch das und dann ist das Reverse Psychology. Und es gibt mich in mehreren Colorways. Bin ich eine große Pfeife? Ich würde sagen, nein. Bin ich eine große Pfeife? Nee, ich bin eine deutsche kleine Pfeife. Das werden schon wieder die Memes. Wie ich hier sitze, ich bin eine deutsche kleine Pfeife. Habe ich mehrere Blow-Offs? Nein. Habe ich mehrere Blow-Offs? Ja. Umbaubar durch Ersatz. Ja. Okay. Bin ich aus dem Hause Aladdin? Ja. Bin ich aus der Epochs-Reihe? Ja. Das kann ich hier alle durchgehen. Bin ich die Epochs 360? Ja! Okay. Flo hat gewonnen, 2-1. Das heißt, ich kriege, wie im letzten Teil, die Bestrafung ab. Wir sehen uns bei der Bestrafung. Willst du nicht noch wissen, was du bist? Ja doch, was bin ich? Pinocchio von Hustler. Die haben aber mehrere Modelle. Echt? Ja, deswegen habe ich die ausgeschlossen, Mann. Die haben mehrere? Ja, die haben den Pinocchio und die haben auch noch eine Edelstahl. Bro! Das wusste ich. Bro, wir kriegen beide die Bestrafung ab? Ja, okay, machen wir so. Hand drauf. Scheiße. Digga, hat er mich aufs genommen. So, Freunde, ich habe verloren. Mir werden erneut Haare ausgerissen. Ich hab doch schon so viele für euch gegeben. So, packen wir das gute Gerät mal aus. Ich glaube, man kann beide Seiten nehmen, wenn ich richtig. Hast du eine bestimmte Stelle, wo du es gerne hättest? Schön frontal? Ich hab's noch nie gemacht. Für die Optik? Ja, mach für die Optik. So, man muss das erst schön andrücken. Digga, ich hab's noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie sehr das weh tut. Dinge, die wir für euch machen, wer an der Stelle kein Abo da lässt, wirklich undankbar. So, du straffst, ich zieh. Ja. Oh, es hat gar nicht so weh getan. Ich glaube, es ist ekelhaft, das jetzt noch am Bein zu haben. Hier hat es ganz gut funktioniert. Ja. Aber hier nicht so. Schöner Kaltwachsstreifen. Soll ich dir helfen? Boah, fuck, das klebt an meiner Hand. Abfahrt, ich massiere nochmal schön ein bisschen das Bein mit. Mhm. Zu gütig. Hast du Übung drin, oder? Ja, absolut. Ich würde sagen, es sieht gut aus, oder? Mhm. Willst du straffen oder ich straffe, ja. Und Abfahrt. Oh. Halber Marvin. Alter. Junge. Aber auch wieder schön glatt geworden. Ja, also das, ich würde sagen, falls es irgendwann mit Social Media nicht mehr klappt, kannst du so einen Beauty-Salon aufmachen. Das ist wirklich ein hervorragendes Ergebnis. Viele Haare weniger und viele Nerven weniger ist das Video durch. Danke an Flo fürs Mitmachen. Danke an Flo, dass er mich so wundervoll enthaart hat. Bei Flo ist übrigens der erste Teil online, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut euch den gerne nochmal an. Lasst gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da, wenn euch das Format gefallen hat, dann machen wir sowas auf jeden Fall häufiger. Und dann bis zum nächsten Video.